Und der Harald war hier die letzten Tage sowas von fleißig. Stimmt. Das stimmt wirklich. Hast schon wieder zu viel gemacht, ne? Fast zu viel. Das Schild weggerissen. Ja. Zu früh gemacht. Und wieso? Der Vorstand hat gestern lobend erwähnt, dass der Harald hier in letzter Zeit ganz toll unterstützt und mithilft. Und heute haben wir was Besonderes vor. Harald ist ja Weltmeister im Löcherbuddeln, sagt man ja. Ja, ja, ja. Man nennt ihn den Maulwurf von Schimpfelde. Ja, Fraud. Fraud. Genau. Mul. Wir kriegen ja heute unsere Lampen vom Parkplatz. Die hat Harald damals besorgt. Stimmt. Die hast du uns dann hierher gebracht, da waren die noch ganz marode. Harald ist nämlich, wissen auch wenige, Spezialist im Sachen auftreiben. Ja, stimmt. Organisation ist mein zweiter Vorname. Okay. Und jetzt müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen planen, was wir mit dem Kabelsalat machen, ne? Nee, das ist ein Lero, das ist kein Kabel, da kann man Kabel rein. Aber das kriegen wir geregelt. Aber weißt du schon, wo wir die Lampen hinstellen? Ja, da wo die Lero sind. Also möchtest du hier jetzt 6 Lampen hinstellen? Nee. Ich werde nur Lero vergraben. Na, erstmal die ersten 3, die kommen hier hin. Das weiß ich schon. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Lero, wie die verlegt sind. Guck mal, da. Ganz hoch, ne? Ja. Was natürlich schwierig ist, das sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht, da in der Mitte. Da zu buddeln oder bohren ist der Wahnsinn. Machen wir nicht. Weil da Schotter, Kies, alles drin liegt. Die Lampen baust du zweimal auf. Das erste Mal, wenn sie neu sind, und das zweite Mal, wenn sie umgefahren wurden. Ja. Also das wird passieren. Sieht man auch an den Zäunen. Schwürt den Nacken in der Hand. Dafür, ja. Die fahren sie auch um? Ja, guck doch mal, wie schief die Zäune hier sind. Ja, das letzte Mal bin ich mit dem Rad dagegen angebösselt. Ja, so ein E-Bike. Ich habe ja ein E-Bike. Ja. Mittlerweile, ja. Ein Turbo-Teil. Ja. Ich weiß gar nicht, dass ein Fahrrad so schnell sein kann. Ohne zu treten. Das ist unfassbar. Ich habe ja auch ein E-Bike. Ne, ehrlich? Ja, pass auf, bin ich hier. So stabile Rahmen gibt's? Ja, die gibt's zufällig. Doppelt verstärkt natürlich von Udo. Bin ich hier vorne auf der Straße gefahren, ne? Heidestraße. Ja, mein E-Bike fährt 32. So, die regeln ja irgendwann bei 25 oder 26 ab. Eigentlich schon. Da hat mich einer, ich möchte den Namen nicht nennen, mit dem E-Bike überholt. Der hatte locker das Doppelte drauf. Das war schon wirklich kriminell. Barmen. Guck dir das Fundament immer an. Das glaubst du ja, das glaubt, da kannst du eine Pyramide drauf aufbauen. Das ja, wir sind hier, falls die Zuschauer sich fragen, massiv am Verschönern in letzter Zeit. Ja, ja. Dann darf der eine oder andere heute ja nicht wiederkommen. Kannst du mal sehen. Satan, zwei fleißige Bienchen. Ja. Hier sind. Ja. Ja. Meine Arbeitsalters. Meine Mutter hat immer gesagt, beim Heuhaken, früher wurde das immer eine Holzhake. Ne? Ja, ja. Haken, neu in die Luft. Immer schluren, Leute. Immer. Ja. Das kann nicht. Läufst du sowieso in die Bewegung. Ja. Du kannst das Kaninchen mitfüttern. Oder von Harald können wir noch viel lernen. Kannst du auch nie mit. Aber die hört ja nicht zu. Das ist das Problem bei uns. Das stimmt gar nicht. Ich Tipp fürs Leben für euch beide, musste ich nach dem 80. Mal auch bei Harald lernen, nie sagen, ich dachte. Okay. Oder ich habe gedacht, dann sagt Harald nämlich zu dir was? Finde den Fehler. Finde den Fehler. Und was heute Morgen ich zu euch sagte, nie mit leeren Händen kommen? Ja. Dann erfängt schon, ich sag keine Ausreden. Und weißt du, wieso keine Ausreden? Na? In Oldenburg haben sie einen erschossen, der hatte keine mehr. Harald. Weißt du, immer ein Witz auch wieder. Richtige Aufgaben, die mir gestellt wurden von Harald, die habe ich erfüllt. Das wird gar nicht gelobt, weißt du? Ich muss auch gucken, ich hatte eine Zeitlimit eigentlich dazugegeben. Ja. Ist nicht eingehalten worden. Herr Gardola, hier. Der gute Mann ist auch auf. Ist nicht eingehalten. Ganz sympathisch. Du warst ja gar nicht da. Bruder. Ja, jetzt die Tage. Ja und? Er war im Urlaub. Das glaubst auch bloß du. Das glaubst auch bloß du. Er hat seine Spion überall hier gehabt. Guck mal da. Guck. Ich weiß nicht, ob die Videokamera auf sich schon gesehen hat. Nee. Aber er guckt hin, ne? Aber ich habe auch hingeguckt, der rein. Das ist mir auch klar. Du hörst auch noch nicht. Aber was habt ihr jetzt denn veranstaltet? Ich war doch nur anderthalb Stunden weg. Ja, anderthalb Stunden sind lange Wilke. Daniel hat schon die Klötze für den Bauzaun nach hinten gebracht. Ich habe die Stangen zusammengesammelt. Kaffee gekocht, repariert. Spülmaschine halbwegs repariert. Wieso denn halbwegs repariert? Weil der oberste Korb irgendwie komischerweise nicht in der Spülmaschine drin stand, sondern davor lag. Da ist irgendwas rausgebrochen. Ja. Keiner war es wieder. Also wir beide waren es nicht, da stand das schon so. Bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten über. Was schätzt du? Ich sag nichts, ich krieg wieder Ärger. Sag es einfach. Nein. Also Udo war da gestern Nachmittag bei und hat die angemacht, da war schon irgendein Ruckelproblem. Und Wilfried wollte das heute Morgen heil machen, aber dann stand der Korb davor. Und wenn du die beiden jetzt fragst, wer es war? Keiner. Wo seid ihr jetzt bei? Damit die Zuschauer Bescheid wissen, das, was wir gerade machen oder was hier passiert, seht ihr immer mittwochs und sonntags um 18 Uhr auf dem Udo und Wilke Kanal bei den Hauptvideos. Aber wir sind da hinten zugange und ihr bringt da gerade Sachen hin.
Aber genau. Das seht ihr ja dann immer auf unserem Hauptkanal. Wir zeigen hier, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit, was dann auf dem Hauptkanal passiert. Ne? Genau. Ja, wir bereiten soweit alles vor. Dann haben wir hier noch Banden von Sponsoren bekommen. Die kommen gleich noch nach hinten. Dann werden wir gleich nochmal die Parkplatz-Banner nochmal absichern mit richtigen anderen Kabelbindern, dass das richtig fest ist. Müsst ihr die alle wieder abbauen? Nee, das bleibt ja dran. Ach so, okay. Die sind ja kurz abgeschnitten, die kann man nicht auseinander machen. Ne? Ihr seid zwei Studenten. Ja. Das sag ich dir. So, lass uns jetzt in Ruhe gehen, Kaffee trinken. Wir haben keine Zeit. Aber warte, Didi kommt doch gleich, oder nicht? Ja, deswegen gehen wir ja. Didi! Moin, Mieke! Moin! Moin, Jungs! Moin, du Jungs! Anziehen. Da hinten, ne? Wo ist so denn? Jetzt kommt die Erleuchtung für Fürstenfelde. Jetzt geht's nur noch bergauf. Wann weißt du, wenn die Lampen nachher schön anstellen, wenn es dunkel ist? Junge, dann geht ihr ab, weißt du, dann kommt ihr mal weiter. Der kommt hier aus Friesland Klasse A, ne? Dann kommt aus Friesland Liga, dann kommt Bezirksliga, dann kommt Landesliga. Ja, und bis dahin wollen wir jetzt mal Schluss machen. Das ist Qualität. Wir sind Jungs. Top. Gut. Lampen sind da. Andreas möchte nicht gefilmt werden. Oh, wir haben gesehen, der ist ein Klapper, ein Band ist ein bisschen nach hinten. Oh, da geht schon wieder Telefon. Wie kann das sein, dass ich so ein wichtiger Mann bin? Du? Ist mir auch nicht. Ich werde nur hier komm mal hin. Das ist nicht mehr Thorsten. Thorsten, da muss ich ihn dran. Moin, ja, sieht doch gut aus, oder nicht? Hammer, lass gucken gehen, wa? Grüß dich erstmal, hallo. Junge, 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 ist das Qualität, sehen die super aus. Wirklich, Hammer. Da habt ihr richtig abgeliefert, Kai. Geil. Der Hammer. Das passt gut hier hin, oder? Ja, das sag ich dir. Erstmal einen Böller anzahmen. Erstmal einen anstecken, oder ne? Das sehen die geil aus, Didi. Qualität, ey. Das sag ich dir. Hammer. Das ist Qualität, ne? Das muss ich auch sagen. Hammermäßig. Ja, was meinst du, wenn die schon aufgestellt sind? Da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Weil die sind der Wahnsinn geworden. Wenn man sich vorstellt, wie die vorher aussahen. Ja. Echt Schrott, ne? Das war purer Schrott, oder nicht? Ja, das war purer Müll. Okay, war auch viel Arbeit, ne? Haben wir auch echt lange beigesessen. Aber ist ja auch geil lackiert. Und bei einer habe ich ja sogar mit lackiert. So? Ne? Ein paar Fehler gemacht. Ja, das ist die schlechte, die hast du gemacht, ja, ne? Du hast ja auch die Hände, deine magischen Hände. Wo einfach du für Fähigkeiten hast, ne? Unglaublich, das, ne? Das unterschätzen viele Leute. Das mit den Bärentatzen, ne? Im Dünn. Harald, guck dir mal die Lampen an. Hier? Ja, ich die hast du besorgt. Ja, ich die Schrottdinger. Ich mach schon viel richtig, oder? Und alles auf LED umgerüstet, hier nur Energie sparen. Aber das waren nur 5 Lampen. Haben wir nur 2 vom Bauhof mitgebracht, oder was? Den Toll, oder nicht? Und die eine hast du so versaubeutelt, oder? Warte, ich hab gar nichts. Guck, du kriegst doch wieder Mecker. Von uns hast du gerade schön Lob gekriegt. Ja, Hammer, ne? Und dann kriegst du wieder Mecker. Ich hab dir nichts zu melden. Komm, nee, du hast ein Lied. Normalerweise ist das ein Witz. Du bist doch der König. Das wissen die gar nicht. Der Schei. Ja, nee, das war mit dem Schei, das war dann mit Udo, ne? Das ist auch ein geiles Bild. Und halt schon herrlich. Ja, da gehen die ab, die Leute, ne? Das ist Qualität. Aber ich bin auch schon ein bisschen so irgendwie eine berühmt, ne? Wieso? Ja, weil ich ja so einen schönen Auftritt hatte neben der Gasse. Das war Qualität. Mir haben sie erzählt, du bist blau angelaufen. Was meinst du, wie viele Leute wie da jetzt über Snapchat drauf angeschrieben haben? Was glaubst du nicht? Die sagen, die. Und das Schlimmste war, ich wusste ja von nichts und ihr Schwein, ihr wusstet schon alles. Das habe ich ja geplant. Ja, das ist doch nicht normal. Ich habe da jetzt drüber nachgedacht. Ich sehe, die lassen mich auch so davor laufen. Ich kann nicht singen und nichts. Und ich stehe da auf der Bühne. Aber das war ein super Erlebnis. Das mal zu spüren, so, wenn du da 800, 900 Leute waren da, ja? Ja. Und wenn du da auf so eine kleine Bühne stehst. So abgegangen? Wirklich. Und anschließend habe ich überlegt. Bist du abgegangen? Ja, wirklich. Ich also. Hey, und hab ich so gemacht wie Freddie Mercury. Da war alles still. Das war herrlich, war das. Also könnte ich nur normal machen. Aber vielleicht wird das ja geil. Ich habe mir schon wieder Gedanken gemacht, wenn der Manta fertig ist, Udo und ich, zusammen auf der Bühne. Und dann mit dem Manta dahin fahren. Herrlich, das ist Qualität, würde ich sagen. Ah, das ist der Zukunftspläne, ne? Mindestens zweimal den Endstellen, Lero reinziehen, ohne Lord. Ja, aber das müssen wir ihm aufschneiden. Mein Kümmerer!
Mein Lieblingssorgefall. Oh, mein Kümmer, da was haben wir Samstag Spaß gehabt, ey. Aber dass du mir auch nichts gesagt hast. Du musst dich doch auch um mich kümmern. Nee, muss ich nicht. Natürlich. Muss ich nicht. Ich bin doch aber so, wir sind doch mittlerweile so ein Team. Ja, und? Und du lässt mich so wohl an. Wenn du das gesehen hättest. Du. Der Kümmerer will ich nicht für dich zuständig sein, das ist das Problem. Das ist das, aber das müssen wir noch ändern. Ja. Da müssen wir ein bisschen härter durchgreifen, glaube ich. Dass du das Zwiebelleder abschaffst und da zapp so hinten rum, dann kriegen wir das hin. Wie hast du mich und Kümmerer zusammengeschissen, dass du keine Zigaretten hattest? Du brauchst ja nicht, du wolltest aber Zigaretten haben. Kai? Ja. Die raucht nicht, aber er wollte Zigaretten haben. Und da hat der Kümmerer zusammengeschissen, wieso Kümmerer sind keine Zigaretten geholt hat. Ne? Bin ich sein Aufpasser, Betreuer oder? Kümmerer sagt mir gar nicht mehr Hallo. Hallo. Ich war ja auch. Du musst ja auch denken, das war ja auch nach dem Auftritt, da war ich ja noch ein bisschen nervös. Aber was ich gemerkt habe, dass die Kondition fehlt. Ich war ja auf der Bühne so ein bisschen am Rumtanzen. So. Und dann habe ich am Mikrofon gehabt und die Leute, das war echt ganz merkwürdig. Und da habe ich nach so ein paar Minuten gemerkt, weil das ja auch heiß da war. Und ich hatte ja auch meinen dicken Pulli noch. Ja, aber Joe, was hast du erzählt bei Didi? Wir hatten Angst, dass wir dich da aufsammeln müssen. Echt? Ja. Wir haben gedacht, du fällst gleich um. Der hat blau angelaufen. Blau angelaufen, roten Kopf, blau angelaufen. Nee, wie siehst du das? Siehst du ja auch nicht. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe nur gesagt, oh, herrlich. Und dann, ich hatte so viele Ideen im Kopf, wenn ich da jetzt eine Polonaise gemacht hätte. Ne? Es steht ein Haus am Höhen. Das wäre doch der Hit gewesen. Ja, die ganzen Leute, die waren alle bei mir. Auch wenn die auch Snapper, ne? Da waren ja viele Snapper. Herrlich. Die waren ja Snapper. Ich muss ein bisschen Ballettunterricht machen. So ein bisschen Realitätsverlust hast du, ne? Ja. Du hast dich keinen Meter bewegt. Echt? Nein. Aber das kam mir so vor. Nee. Nee, hast du nicht. Da war wahrscheinlich der Flow, wo ich drin war. Der Blutdruck. In der Zeit, wo du da standest, habe ich mich, glaube ich, mehr bewegt, weil ich mehr Sorgen hatte, dass das alles klappt, als was du da gemacht hast. Festgewurzelt. Man weiß ja in dem Moment, man ist ja auch ein bisschen so. Aber du bist ja nicht mal mit Jungs auf die Bühne gegangen. Nee, stell dir mal vor, jetzt gerade ist ein neuer Auftritt. Hier stehen 1000 Leute. Du musst mal üben. Du musst mit 10 Meter Anlauf auf die Bühne rankommen. Jungs. Ja, ich war ja so ein bisschen. Ich war ja schon vorher unten in dem Publikum mit am Tanzen, weißt du? Abgegangen. Auf einmal da sagt Udo, ja, Didi. Und da war ich im ersten Moment ein bisschen überrascht. So, da war ich selber so ein bisschen. Ne? Und da musste ich ja mit auf der Bühne. Das war ja auch in dem Moment. Denkst du denn, oh Gott, scheiß Bühne, denkst du denn erstmal, oh Gott, wenn du dann drauf stehst, dann hast du auch viele Ideen, die fallen dir dann gar nicht mal ein, da musst du irgendwie reagieren. Das war ja der erste Auftritt. Ne? Wenn ich dann irgendwann mal vor 1 Million Menschen auftreten muss, dann sieht das natürlich anders aus. Dann kommst du mit Jungs drauf. Denke, Jungs. Ja, ich habe da irgendwann gar nicht mehr dran gedacht, so richtig, als Udo auf einmal hatte. Aber das schockte wohl, ne? Auch wo Udo da am Singen. Wir haben noch gute Ideen. Du kriegst ja demnächst ein eigenes Format bei den Fuschern, ne? Die testet Sachen von Wish. Und da bauen wir es drauf auf. Und dann kriegst du irgendwann einen Song mit Udo, eine Ballade. Wie du auf dem Klavier liegst, nackt, und Udo auf nackten Oberkörper spielst. Und dann irgendwann in 2 Jahren vielleicht nochmal einen chinesischen Hit. Oder, was weiß ich, wie lange das dauert, wenn wir dann nach China wollen, dann wäre natürlich der Hit. Du willst einen China-Hit haben. Oh, 1,6 Milliarden Menschen. Da musst du dir mal vorstellen, die Hälfte kriegst du da noch vorne. Dann hast du ausgezogen. Das ist Qualität. Dann kriegst du Reis ohne Ende als Geschenke. Und dann, die noch wieder sagen, Reis, aber Reis. Reis. Kannst du mal Reis essen. Früher hatte ich richtig Kraft. Ne? Ich habe gerade noch diskutiert bei der Arbeit und das ist ein bisschen weniger geworden. Aber wir haben ja Ziele. Du bist auch älter geworden, zum Beispiel deine Augen. Ja, das wird ja schlechter. Ja. Aber ich tue ja auch für die Muskulatur, tue ich jetzt zu wenig. Ich bin nicht ständig Döner essen heimlich und sagst deiner Frau das nicht. Genau, erstmal das. Und auch, aber jetzt haben wir ja eine Waage oben stehen. Ja. So, und weißt du, was ich denn mitbringe, wenn ich jetzt heute Abend noch in bei euch komme? Nee. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch hier seid. Eine Tüte Äpfel. Und ein paar Bananen. Und dann gibt's nicht mehr mit Butterkuchen. Und die dicken Würstchen, die du letztens mitgenommen hast, euer Vorratsschrank. Das weiß Torben das schon. Das war nicht mehr normal. Dein Ernst jetzt, oder was? Ich will die Freitag verkaufen. Das war nicht mehr normal, komm jetzt. Ja, was ja? Ja, hier, ne? Sonntag. Alter. Ich glaub, soll ich mal in deine Hand immer am Hals? Nee, Didi, du fährst mal lieber nichts mit an, wie immer. Was? Irgendwo, da liegt das, weil meine Hände da dran gelegt sind. Den hast du echt mitgebaut, ne? Ja, aber Udo, das war auch eine super Aktion, ey. Das war so, wenn ich da noch drüber nachdenke,
Das fing schon an, da hatten wir nicht mal einen Bohrer. Da musste Udo es los. Das war der Hammer, war das. Hat richtig Spaß gemacht. Und da war ich so ein bisschen, klappte irgendwie alles, ne? So ein bisschen am Pfuschen, ehrlich. Ja. Aber guck mal, wie alles schön steht, ne? Und was meinst du, wenn ich da erstmal drin liege? Das ist ja mein Ziel auch noch, ne? Auf dem Nackenmoor. Wenn er schön angeheizt wird und dann mit meinem China-Schlüpfer an. Der sitzt hier gleich da drin. Hammer. Sieht das gut aus? Jo. Harald! Harald, du hast damit über eine Qualitätsarbeit, du. Ja, ne? Da muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich bin genau drin.